So, hallo ihr Lieben, ich hoffe es klappt, weil das letzte Video ist auch einmal freigegangen und ich wollte euch doch noch den Teil 3 machen, weil ich gesehen habe, es hat schon wieder nicht ganz gepasst. So, ihr bekommt ja von mir dieses A und B, ich mache mal meine Anleitung weiter und jetzt brauche ich eigentlich auch nicht so viel, weil ich ja nur das ganz kleine Baby habe, aber ihr selber braucht auch von diesen A und B nicht so viel. Verwechselt das bitte nicht. Schaut immer, konzentriert euch, weil sonst, wenn ihr nur B oder A habt, dann das ist nicht so gut. Ich habe euch auch genügend Material reingetan von diesen kleinen Stäbchen und alles. Und da tue ich jetzt A und B. Hier, Moment, mal da herstellen, dass ihr es seht. Da rein. Und zwar mache ich jetzt das letzte. Es ist stehen geblieben beim Haarpainting. Aber das ist nicht so schlimm. Das war eigentlich nur ein bisschen Haarpainting. Das habe ich irgendwo auch drauf. Mit den Silikon. Das Haarpainting. Und auch die Stäbchen bitte immer wegtun. Nicht zweimal irgendwo rein. Weil wenn ihr dann aus Versehen dann in jetzt auch rein tut und habt den B drin rumgerührt, dann vernetzt es und dann habt ihr nichts mehr an Silikon, damit es hart, ne, oder flockt oder so. Jetzt habe ich da ein bisschen A und B drin. Ich tue jetzt noch ein bisschen von meinen Nuvox rein, bisschen verdünnen. Und ihr habt es ja schon verdünnt und da Komponente A. Oh, habe ich was reingetan. So. Jetzt tue ich das noch ein bisschen vermischen. Und ich zeige euch jetzt das Wichtigste vom Ganzen, diese Versiegelung und das Mattieren. Das ist gar nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Das hatte ich eigentlich bei dem Video auch mit drauf, aber irgendwie war das wie verschluckt. Solche Schüchen gebe ich auch euch ein paar mit. Ihr könnt sie dann, wenn ihr sie benutzt habt, wieder ausziehen, vorsichtig. Und dann reinpusten, ne, so, das reinpusten, wenn sie umgestülpt sind, und dann könnt ihr sie nochmal verwenden, ne? Genau, und die sind ohne Latex, ne, weil mit Latex, das reagiert alles so. Jetzt habe ich ein klein bisschen dran, und dann wird das Baby einfach, also ganz dünn, also wirklich sowas von dünn, eine ganz, ganz dünne Schicht drüber gemacht. Und dann macht man natürlich erst die obere Seite. Und dann können wir halt leider nicht warten. Und dann die hintere Seite. Ganz, ganz dünn. Ne? Ganz, ganz dünn. Also ihr braucht wirklich nicht viel. Tut es lieber mehrmals dann. Kleine Sachen machen. Aber ihr braucht wirklich nicht viel. Ihr kennt wirklich von dem Baby. Ich glaube, ich habe da schon wieder zu viel drin. Das werde ich dann in den Kühlschrank stellen, ins Gefrierfach. Dann hebe ich mir das noch auf und mache dann ein bisschen Farbe ran. Für Nägelchen oder irgendwas, was halt als nächstes dran ist. So. Da müsste ich jetzt ein bisschen warten. Ich mache das so, ich mache jetzt immer die Wärmelampe an. Und wir machen dabei mal mein Baby umziehen. Weil mir nützt das jetzt nichts. Nützt das jetzt nichts, wenn wir dann zu lange warten müssen. Also Handschuhe runter. Wir müssen jetzt ein bisschen warten. Das Beste ist, ihr tut es nochmal mit so einem Saugtuch drüber tupfen. So, ne? So ein bisschen drüber tupfen, dass nicht so viel drauf ist. Ne? Also das könnt ihr wirklich sehr, sehr wenig drauf machen. Jetzt mache ich meinen Pinsel noch schnell ein bisschen sauber. Und jetzt gehen wir mal rüber. Das muss ich wieder eine Folge machen. Und das machen wir natürlich nicht. Das warten wir ein bisschen, bis das angetrocknet ist. Und dann können wir es mattieren. Und ich würde euch jetzt entschuldigen, wenn ich euch hier mit hier rübernehmen. Eieiei. So, und da habe ich meinen süßen Muggel stehen. Mal schauen, wie ich das hier mache, mit den hinstellen. Meine Hand ist davor.
Das würde gehen, aber dann muss ich jetzt erstmal was hinstellen. Weil ich habe nämlich noch keine Uhr, keine Hülle für meine Sachen. So. Und zwar habe ich nämlich so einen ganz süßen kleinen Morkel. Den wollte ich euch mal zeigen. Ist der nicht süß? Weil meinen Aaron habe ich ja nicht mehr, das wisst ihr ja. Habe ich euch in anderen Videos schon gesagt. Und den wollte ich jetzt mal wieder anziehen und ein bisschen umziehen. Den süßen. Und indessen trocknet dann das andere. Das mit zwei verschiedenen Windeln. Jo. So. Ja, das ist halt, wenn man ein bisschen Wartezeit hat. Ich kann mit euch nicht einfach sitzen, quatschen und warten. Ihr wollt ja ein bisschen was sehen, ne? Ist klar. Also, was ich sagen wollte, der Morkel hier von den Ashley-Babys ist noch da. Der ist mega, mega weich. Da schaut mal, ganz, ganz weich. Da kann man auch die Fingerchen so in den Mund reinstecken bei ihm. Sieht ein bisschen rabiat aus. Aber das kann man machen. Ne, und er ist wirklich ganz, ganz weich. Er fasst sich wirklich super gut an. Es ist sogar Ecoflex 5 habe ich da gemischt, weil der Weichmacher noch zusätzlich drin ist von dem 10. Es ist wie Ecoflex 5 ungefähr, ne? Kann man schon fast sagen. Es ist wirklich mega weich. So, mein kleinen Süßen. Muss ja schon mal Klamottchen holen. Die Mami hat hier gar nichts liegen, ne? Sind noch die alten Sachen. Oh, ihr müsst mal dort mal ganz kurz warten. Ich hole mal schnell ein bisschen was zum Anziehen. Ja, ja. Schnee, Schnee, Schnee. Aber flott. Mami, aber flott hier. Soll ich mal ein paar Sachen raustun? Ja. Aus wieder wie Mädchen. Ein paar Sachen sehen aus wie Mädchen. Habe ich bei den Mädchen auch noch drin? Na, sowas. Schauen wir mal. Mini-Poo haben wir hier. Das ist der Schlafanzug. Das ist nichts. Ach ja, das ist von meinen Augen. Der Body, aber das ist auch nichts, weil da ist es jetzt zu kalt. Auch ein Dino haben wir noch. Ein Dino mit einem Auto drauf. Och, und da haben wir noch einen Mini-Poo-Pullover. Das ist auch süß. Ich glaube, ich nehme den Mini-Poo-Pullover mit der Mini-Poo-Hose. Jojo, das sind wir ganz kurz entschlossen. Mützchen habe ich noch, weil er Haare hat. Ziehe ich dann lieber Mützchen drüber. So, Body habe ich jetzt Köln gewischt. Dann nehmen wir den hier. Und einfach mit einem Auto drauf. Ne? Dann ziehen wir meinen Süßen mal um hier. Dass wir mal wieder ein bisschen ein anderes Bild haben. Hm? Genau. Und demnächst muss ich ihn dann wieder mal einpudern. Und auch bitte über die Haare pudern dann. Ne? Dürft ihr dann nicht vergessen, weil das ist ja auch alles Silikon. So, hier mein Süßer. Schlafanzug brauchen wir jetzt. Nee. Da wir nicht ins Bild gehen, jetzt müssen wir aber vorsichtig sein mit dem Kopf hier wegen den Haaren. Das mache ich. Deswegen ziehe ich den nicht so gern um. Ups. Wegen den Haaren. Ja. Lass mal lieber ein Body an. Hm? Jetzt ziehen wir dann nur einen äußersten Notfall um. Body. Ach, ich habe mich so in dem Süßen verliebt, das gibt's gar nicht. Oh. Den habe ich von einer ganz lieben Freundin. Und ja, da bin ich nicht von weggekommen. Ich musste immer wieder da in den Wagen reinschauen. Weil das sieht so süß aus, wenn der im Kinderwagen liegt oder in so einem Bettchen.
Der ist so niedlich. Ich glaube, der müsste von Gutzwiller Haus sein. Vom Hause Gutzwiller. So wie er ausschaut, vermute ich mal. Und steht schon hinten das Kit drin. Sanu-Kit oder so, ne? Aber ich denke schon, dass der von der Gutzwiller, vom Hause Gutzwiller ist. So, jetzt nochmal über den Kopf. Eieiei. Mache ich eigentlich gar nicht so gern. Und das mache ich als erstes. So, genau. Ne? Das machen wir als erstes über den Kopf drüber. Mhm. Oh je, meine Kleinen sind zu Hause. Oh, oh. Oh, oh. Ich habe es gerade gehört. Schauen wir mal, ob sie noch, mir noch ein bisschen Zeit geben. Sonst kann ich den Teil 3 auch nicht hochladen und müsste jetzt noch mal ein kleines Baby bemalen und noch mal versiegeln. Und, weil das andere ist ja schon fertig, ne? Und ich habe es ja nicht mitgekriegt, dass da die Zeit gelaufen ist. Es müsste ab bald reichen, die Zeit, dass es jetzt schon ein bisschen eingetrocknet ist. Und wie gesagt, bei den großen Babys, genauso wie von den kleinen Babys, gut, den einen habe ich mal in der Hand, weil ich schnell gemacht habe, vorne und hinten gleich bemalt, aber bitte immer nur eine Seite bemalen. Ne? Oben und auf der anderen Seite und immer schön trocknen lassen. Weil wenn ihr das so zeitig macht, dann kann es passieren, dass die Farbe dann, wenn das umdreht, kleben bleibt oder dann die Farbe nicht richtig trocken ist und auch nicht zu zeitig die Babys schon fertig machen oder so. Wartet lieber ein bisschen ab. Mal schauen, da oben ist nicht so gescheit drin hier. Da lässt das sich so ganz komisch drehen. Das ist nichts. So, mein kleiner Wurstel hier. Jo, so. Jetzt kommt Zwiebel dran. Ja, ist nämlich kalt langsam. Hm? Wenn wir mit dem Kinderwagen rausgehen, dann bekommt er dann einen schönen dicken Overall an. Ja, einen dicken Overall. Genau, süße Tuche. Ja, das süße Magito. Ach Gott, da steht ja das gut. Eieiei, mittlerweile weiß ich schon bald nicht mehr, von wem ich da was habe. Oh, das war schön hier, das mit dem Mini-Po. Ich muss mal hinten reinschauen, das kann sein, dass ich das sogar von meiner... Naja. Nee, das ist nicht zum Knoten. Jetzt ziehe ich dann nochmal seine Spielsocken an, damit er nicht langweilig wird. Die habe ich auch von einer ganz lieben Freundin gekriegt. So. Und dann noch eine Socke. Und dann glaube ich, hätten wir es nämlich, weil nämlich das Baby jetzt schon fast... Soweit ist, dass wir es mattieren können, ne? Und versiegeln. Und das müsst ihr für jedem Baby machen, was ihr bemalt habt, diese letzte Schicht. Es ist halt einfach so, so kann man halt ein bisschen die Farben noch festhalten in dem Sinne. Und dann glänzen sie nicht so schnell. So, da habe ich noch eine ganz süße Mütze. So eine ganz süße Mütze. So ein Sternenmützchen, da haben wir ja schon mal eine Anleitung gemacht. So. Mein Schatzilein ist jetzt fertig. So, ich zeige ihn euch nochmal. So, und so kommt er dann bei mir hinauf ins Wohnzimmer und dann lege ich ihn in sein Bettchen. Und dann kann ich ihn immer bestaunen, den Süßen. Wenn ich Lust habe, nehme ich ihn nach Hause und schmusen ein bisschen. Aber versteht es, gell? Der ist wirklich knuffig. So. Das meiste ist eigentlich weg von den Babys von Eschwege. Das wollte ich euch noch zeigen. Die kleine Mina ist jetzt weg. Wie gesagt, ich habe noch den süßen Hans. Und die süße Skia habe ich noch. Das Rehborn. Aufpassen, dass nichts runterfliegt hier. Eieiei. Süßen kriegt noch seinen Schnuller. Da habe ich so einen, ups. So einen niedlichen Schnuller mit Elefantchen. Och Gott, das sieht so schnuffig aus. So ein süßer Schnuffel. Moment, ich zeige euch gleich mal. Ach, ist das ein süßer Schnuffel, geil. Eieiei. Naja, sonst wäre ja nicht bei mir. So, und die Skia habe ich noch. Die ist aber noch nicht
hergerichtet, weil ich kann es euch bloß noch mal so kurz zeigen. Aber ich mache dann schon noch schöne Fotos. Aber wer Interesse hat und meine Arbeiten kennt, da weiß ja, was er kauft. So, und ansonsten ist eigentlich so gut wie alles schon weg. Genau. Alles das, was Eschwege war. Jetzt gehen wir zum Versiegeln. Und zwar habe ich da so ein Puder. So ein Mudding-Puder. Und es ist jetzt ganz wichtig mit dem Puder. Auch da habe ich noch den Löffel drin. Für euch habe ich da für das Färbeset schon angefangen. Muss ich mal rausnehmen. Und dann braucht ihr noch so einen Pinsel. Den konnte ich leider nicht noch reintun, weil dann zahlt so irgendwann ein Vermögen, wenn ich euch ja alles reintue. Aber den Pinsel müsst ihr euch mal organisieren. Den gibt es in dem Geschäft, was ich aus Versehen mal gesagt habe. Und zwar sind das Kosmetikpinsel, ganz einfache, so ganz weiche. Oder wie so ein Mop. Habe ich denn einen? Naja, jetzt nicht. Das ist egal. So, und dann zeige ich euch das mal. Ihr müsst wirklich... Es saugt doch erstmal. Oh, da klebt man ein bisschen. Eigentlich ist es noch ein bisschen zu zeitig. Ja, ich komme gleich, Schatzi. Das ist das Erste. So, ich tue euch gleich mal mit hochnehmen. Moment, ich zeige es euch mal. Und, oh, dann legt er hier so ein bisschen auf so ein Saugtuch und streift das so auseinander. Ne? So ein bisschen Puder rausnehmen und hier auseinander streifen. So ein bisschen so. Ne? Ja, genau, sieht man. Ha? So, verteilt er das hier. Und dass ihr nur ganz fein was auf dem Pinsel habt. Und dann bitte nicht reiben. Eigentlich nur so drüber wieder und so ganz leicht drauf tupfen, bis ihr das Baby wirklich leicht eingebuttert habt. Ich hätte ein bisschen warten müssen, dann wäre es leichter gegangen. Jetzt klebt es noch zu sehr. Das merkt man schon, wenn es sich noch feucht angreift. Bitte nicht mattieren. Erst wenn es noch klebrig ist, es ist immer so ein Zwischending. Jetzt kommt es. Mist. Aber ich hoffe, ich schaffe es noch. Bis es sich hier ins Bild geht. Ja, ja. Willst du nicht von immer mit der Küche spielen? Schau mal, du mal der Mama was kochen. Geh mal raus zu der Küche und koch mal der Mama was Feines. Und dann, wenn ihr schon eine Schicht drauf habt, dann könnt ihr auch schon ein bisschen freizügiger sein. Aber bitte nicht reiben. Ihr macht dann wirklich, dann sieht es aus wie Käseschmiere. Das ist dann einfach, ja, da habt ihr Baby im Grunde kaputt gemacht. Oh, ich habe vergessen, mein Zeug ins Kühlschrank zu. Oh, nein, aber ja. Ich glaube, meine Süße war jetzt kurz drin. Dann schaut es so aus und ist schön matt. Ei, und dann müsst ihr die andere Seite. Die andere Seite. Wie die von der Seite.